In Venedig beginnen in diesen Minuten die 61. Filmfestspiele. Insgesamt 21 Filme konkurrieren um den Goldenen Löwen. Zur Eröffnung wird der neue Streifen von Steven Spielberg, The Terminal, gezeigt. Einziger deutscher Beitrag ist Land of Plenty von Wim Wenders. Warten auf die Stars. Hunderte Menschen drängen sich seit Stunden vor dem Palazzo del Cinema. Denn alles, was Rang und Namen hat im Filmgeschäft, soll heute Abend hier sein. Der neue Chef der Filmfestspiele, Marco Müller, hat sich in den letzten 4 Monaten mächtig angestrengt. Vor dem Filmpalast thronen jetzt 60 goldene Löwen, aber auch inhaltlich verfolgt er ein großes Ziel. For Venice, for these special surroundings, for these, Venedig ist etwas Besonderes, ein Festival am Meer. Ich will anspruchsvolle, hochwertige Filme hier zeigen, die auch ein breites Publikum interessieren. Eine skurrile, aber wahre Geschichte eröffnet zur Stunde die Festspiele. The Terminal von Steven Spielberg. Ein Film über einen Mann, der auf dem New Yorker Flughafen festsitzt, dort lebt wie ein Obdachloser im Transitland des Flughafenterminals. Die Menschen brauchen Abwechslung. In einer Zeit, in der wir jeden Tag mit furchtbaren Nachrichten konfrontiert werden, flüchten sich viele Menschen gerne ins Kino. Der einzige deutsche Film im Wettbewerb ist Land of Plenty von Wim Wenders. Ein Film über Amerika, aber ein europäischer Autorenfilm. Und für den schlägt das Herz des Festivals. Die Hollywood-Stars sind zwar hier zu Gast, ihre Filme laufen aber außer Konkurrenz.